So, jetzt haben wir die Dicke schon mal platt gemacht, aber mit Pistole keine Chance da. Die ist zu stark. Und wenn wir Glück haben, verschwindet jetzt ihre kleine Freundin oder sie bleibt da. Das ist der Nachteil vom Auto-Aim. Jedes Mal hat sie den Bossgegner anvisiert, anstatt die Tür zu öffnen. Also Auto-Aim hat auch immer seine Vor- und Nachteile. So, zack. Krass, Alter. Krass, wir sind nur auf Giftgrün, also auf Warnung. Alter. Alter, mein Falter. Jetzt muss ich zweimal laufen. Jetzt muss ich die Tür auseinandernehmen. Das heißt, ich muss die Spinnennetze vor kaputt machen. Dann muss ich wieder zurück, das Messer in die Truhe legen. Und dann wieder durch die Tür, die ich gerade zerschnitzelt habe. Eigentlich wollte ich das ja nur einmal machen, jetzt mache ich zweimal. Naja. Irgendwas ist ja immer, ne? So, und die zweite ist weg anscheinend. Sehr gut. Drei Schüsse in der Pumpe nur. So. Das Beste wäre jetzt, wenn ich das Messer in die Truhe tue, wieder zurücklaufe und die Spinnenweben sind wieder da, weil ich nicht durch die Tür gegangen bin. Als intern Checkpoint. Aber ich glaube nicht, dass so fies, dass das Spiel so fies ist. Das Gute ist ja bei so einem Knife Run. Stimmt, mir fällt eigentlich ein, eigentlich kannst du beim Knife Run überall durchlaufen. Das Einzige, was mich jetzt stört, sind selbst die Spinne. Ich glaube, die könnte man auch austricksen. Die müsste man nicht töten. Da könnte man ja einfach hingehen und die ganze Zeit die Messer zerschnitzeln, auch wenn man auf Easy spielt. Und dann kommst du da durch. Aber wie will man denn? Wir haben jetzt zweimal gegen die Schlange gekämpft. Okay, auf Ultra Easy oder auf Easy. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Modus das ist. Hat man ja sowieso einen erhöhten Schaden und die Gegner haben nicht so eine hohe Energieleiste. Da würde ich mich doch aber trotzdem fragen, wie man die Schlange platt machen will einfach. Wenn man nicht 10.000 Mal gebissen werden will. Blau. Hier ist blau. Hätten wir das Grüne mitgehabt, hätten wir es kombinieren können. Hätte uns aber so erstmal nichts gebracht. Okay, ja klar, möchte ich mitnehmen. Okay, und was ist hier noch? Hier liegt erstmal nichts. Hier ist etwas. Nichts. Nee, doch nicht. Gar nichts. Achso, das war wieder die Kartenansicht. Ja, okay, mein Fehler. Ach, genau. Da mussten wir ja aufpassen. Genau, so war da nichts. Dann müssen wir zweimal drehen. So, jetzt laufen wir nämlich ganz schnell rein. Ich kann meinetwegen der ruhig kommen. Sind aber auch miese Fallen, Mann. Welcher kranke Spacko denkt sich nur so miese Fallen aus? In einem Wissenschaftslabor. Mal ehrlich, also wir sind immer noch in einem Forschungsgebiet. Und wir haben ja echte Fallen wie in einem Maya-Tempel. Das Rätsel. Ist das auch 6?
Ja, okay, sehr gut. Das wäre jetzt zum Beispiel richtig mies, wenn du jetzt noch das Vierkant hättest mitnehmen müssen. Okay, dann drücken wir das so mit raus. Ich wollte nur mal kurz testen, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe. Natürlich nicht. Ich wusste gar nicht mehr, wofür das gut ist. So. Das heißt, wir schieben jetzt erstmal ganz easy das easy peasy das Ding hier rüber. Mal das gleiche nochmal. Ich muss auch sagen, viele von euch würden bestimmt sagen, boah, jetzt geht das Ding nicht automatisch zurück. Ich persönlich finde aber, dass es richtig geil gemacht ist, weil in echt wäre es genauso. Und, na gut, in echt gibt es auch keine Zombies, klar. Und in echt könnte man da auch eine Rücklaufautomatik einbauen. Ne, ist ja jetzt nicht so schwer. Aber ich finde das wirklich geil, dass das alles über so einen alten Mechanismus gehandhabt wird und so. Das passt einfach rein. Wenn das so zurückgehen würde, dann würde ich finden, dass das so gar nicht so passt. Schieben noch einmal drauf. Nicht, dass euch wundert, was ich hier mache. Einfach nur, dass das Ding sich nochmal schön dreht. So. Das ist nochmal ein Server. Habt ihr das gesehen? Spult mal zurück bitte und achtet mal auf Jill. Wenn die blöde Platte sich dreht. Ey, was dann mit Jills Oberweite passiert, ey, das. Japaner. Ist wieder Japaner, Alter. Eindeutig Japaner. In einem anderen Spiel würde ich sagen, gerne. Aber nicht in dem Spiel. Das ist voll sexistisch. Du regst dich auf, dass eine Frau ihre Weiblichkeit zeigt. Nein, aber es ist einfach nicht angebracht in diesem Spiel. Ich will nicht spitz werden. Ich will Angst haben. Das will ich bei dem Spiel. Erotik und Horror gehören nicht zusammen. Liebe und Horror passt ganz gut zusammen. Aber keine Erotik. Eine Liebesgeschichte, die in einen Thriller endet oder in einen Horror endet. Sowas ist was. So ist eine mitreißende, packende Geschichte, weil man hofft, dass das Liebespaar oder die beiden Liebenden zusammenkommt und vielleicht, dass keiner von den beiden stirbt. Oder wenn einer stirbt, was macht der Partner mit dem Mörder? Sowas. Aber doch kein Sex, Mann. Oder Erotik. Das ist so, da baust du automatisch eine Assoziation zur Nekrophilie an. Nekrophilie, für Leute, die das nicht wissen, was das ist Sex mit Toten. Und ich habe keinen Bock, einen Boner bei Zombies zu bekommen. Ist das, ich glaube nicht, dass das gut ist. Obwohl ein Mädchen mal zu mir gesagt hat, da habe ich so gelacht, als wenn man so unterhalten, auf was für Typen man so steht. Und sie dann so sagte, dass sie niemals mit einem älteren Mann zusammen, mit einem richtig alten, so 60, 70-jährigen Mann zusammen sein kann. Sie sei ja nicht nekrophil. Da habe ich so gelacht, Alter. Das war richtig der geilste Spruch, den ich je gehört habe. So, aber zurück zum Thema. So, bräuchte ich jetzt noch davon was? Kurz mal überlegen. Ich habe da die Kurbeln benutzt. Ich habe das benutzt. Nein. Also kann das auch weg. Pistolenmunition nehmen wir nochmal mit. Dann kombinieren wir das. Können wir auch gleich schon mal gucken, ob sich der Code verändert hat. Ja, möchte ich. Nein, dann drehe ich mal. Ne, ist immer noch 4, 2, 3, 1. Und man braucht halt beide Teile, weil es sonst nicht funktioniert. Dass man das hier dreht, ist völlig irrelevant. Haben wir ja schon beim letzten Mal rausgewonnen. 4, 2, 3, 1. Die Geraden und die Ungeraden. So, wir hoffen einfach mal, dass hier jetzt keine Hand auftauchen. Das ist so das Letzte, was ich jetzt hier haben möchte. Aber genau jetzt wird es passieren, dass hier Hand auftauchen. Oder jede Menge Zombies zumindest, aber scheint auch alles gut zu sein. Diese rostigen Türen sind der Hammer. Da könnte sie durchtreten. Wenn da so welche Löcher schon reingefressen sind, da könnte sie durchtreten. Dann bräuchte sie die Tür gar nicht mehr aufmachen.
So. 4, 2, 3 und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist die 1. Und ist was passiert? Yes. Glück gehabt. Ich habe jedes Mal Schiss, dass irgendwie ein Hunter, ein Zombie oder sowas mit hochfährt, Alter. Das wäre mal richtig krass. Läuft den so. Surprise, Motherfucker. Jill. Verdammt. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Ich würde mal sagen, da hat Jill recht. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Was ist das für ein Kerl, Alter? Jill! Da ist ein Geräusch. Es klingt extrem mysteriös. Und sehr gefährlich. Schau mal bitte nach. Junge, er hat eine riesen Penisprothese in der Hand. Mit, weil er, was weiß ich für Komplexe hat mit dieser Riesenwumme. Und er sagt zu der Frau, check mal nach. Das ist, naja, Resident Evil muss nicht logisch sein, es muss schocken und Horror sein. Okay, hier ist auch nichts im gesamten Gebiet. Genau, dann benutzen wir die Presse. Was erst kommt. Aber gar nichts, Mann. Gar nichts liegt hier rum. Das ist schon echt krass, dass hier gar nichts rumliegt. So, jetzt dürfen wir wieder mit Lisa Ann wieder unseren Spaß haben. Okay, da ist sie. So, mal gucken, kann ich ihn umlegen oder passiert doch noch was? Ah, okay, kommt raus, okay. Jedenfalls, das funktioniert noch einigermaßen, so wie es sein soll. Liegt hier überhaupt was rum? Okay, irgendwas liegt hier auf jeden Fall rum. Aber bis wir das gefunden haben, werden wir wahrscheinlich erstmal noch ein paar Runden mit Lisa laufen müssen. So, erstmal hier wieder Trick 17, dann kann man hier nach oben. Yeah, Munition. Auch wenn es nur ein Batteriepack ist und ganz normale Pistolenmunition. Auf normal lag da Magnum-Munition. Hm. Naja. Naja. So, dann müssten wir das mal kurz so hier machen. Hier liegen auch keine roten Herbs. Mann, Alter. Mach's doch uns nicht so schwer, Capcom. Aber ich muss sagen, es, so muss es sein. Der reinste Survival-Horror. Ah, es kribbelt mir in den Fingern. Ganz ehrlich. So, einmal mitnehmen. Okay. Läuft. Okay, wir haben wirklich alles mitgenommen. Schwachsinn. 1A Schwachsinn. Ich will ja nicht viel, aber ich will nur die richtige Munition haben. Pistolenmunition ist echt out of time momentan. Grüne Herbs. Nein, 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 nein! Ich muss da weg. Ich muss erst einmal kurz mit Lisa erstmal eine Runde laufen, Alter. Oder hieß sie Liz? Komm mit, Igor.
Boah, hier, seht ihr das? Wie sie das Gesicht auf den Rücken trägt? Wie so eine Art Maske? Krass, Alter. Sie trägt auf jeden Fall ein Gesicht auf den Rücken und auf jeden Fall hat sie ein künstliches Gesicht oben nochmal. Boah, das ist ekelhafter Horror. So, jetzt müssen wir gucken, von wo sie kommt. Ich höre sie nämlich gerade nicht. Das ist komisch, mit Chris, gegen Chris war sie aggressiver. Ob er, weil er ein Mann war? Und gegen Jill ist sie nicht so aggressiv, weil sie eine Frau ist? Könnten die das echt eingebaut haben ins Spiel? Das sind so Sachen, da hat man früher gar nicht dran gedacht, als man das Spiel gespielt hat. Da dachtest du dir so... Hey, du bist 18, Alter. Ich will jetzt Resident Evil zocken, Alter. Und zwar das, was du früher gespielt hast, als du noch ein richtig kleiner Junge warst. Barry, du Sacknase, warum hast du uns alleine hier unten gelassen? Was ist denn mit ihm los? Na warte, Barry. Das nehme ich dir übel. Also jetzt ich auch persönlich, ne? Nicht nur Jill, sondern ich würde niemals seine Frau, egal was ich habe, in so einer Situation zurücklassen. Aber sie, die Jill steht ja hier gerade ganz gut ihren Mann. Kommt ja mit so allem ziemlich ganz gut zurecht. So, ich bin mal gespannt, was wir jetzt da rauskriegen. Ich hoffe, dass es der Flammenwerfer ist. Und ich hoffe mal, dass er heile geblieben ist. Könnte er heile geblieben sein? Sieht zumindest danach aus. Nein, schade. Defekter Flammenwerfer. Oh, wie schade. Ja, okay, wir haben auch alles abgefarmt. Nichts Neues dabei. Ja, das heißt, wir müssen noch einmal im Kreis laufen mit Lisa und... den Flammenwerfer in seine ursprüngliche Position stecken, dass wir da durchkommen. Und dann kommen wir an einen ganz besonderen Platz. Worauf ich auch schon mal gespannt bin wieder. So, da ist Lisa. Kommt sie jetzt mit oder nicht? Ich hoffe mal, dass sie einfach mitkommt. Ich laufe jetzt mal hier oben lang. Dann laufe ich mir mal einen Umweg. Oh, ich glaube, sie hat sich rumgedreht. Nee, aber wir schaffen's. Wir schaffen's. So. Ab durch die Mitte. Okay, so, das haben wir ganz gut. Und hier gibt es auf jeden Fall was. Fragt sich nur wieder... was? Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Hier blinkt auch nichts. Mal gucken, ob... oh, oh, Schlangen, 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 Schlangen. Lauf, chill. Lass dich nicht wieder beißen. So, liegt hier irgendwas? Hier lag doch immer ein Tagebuch, wenn ich mich recht entsinne. Ah, guck an. Schmuckkästchen, nehmen wir mit. Prüfen. Aha, das Metallobjekt haben wir gefunden. Stein, oder besser den Steinring. Genau. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus. Verabreicht am 10.11.1967, Jessica. Virus Typ A. Plasmolsese des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Jessica war die Mutter von Lisa. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an.
George, der Vater von Lisa. Aktion terminiert am 30.11.1967. Vor 41 Jahren. Nee, 51 Jahre sogar. Halt! Ich wollte nur checken, ob da was ist. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Blaues Kraut. Sehr gut, können wir mitnehmen. Dann können wir schon mal hier was kombinieren. So, und hier liegt hier erstmal nichts. Tja, das ist echt krass. Bei Lisa ist nämlich der Unterschied, dass sie... Ja, es ist schwer zu erzählen. Ist sie jetzt ein Zombie oder ist sie kein Zombie? Sie hat ja nicht den T-Virus, sondern den Vorläufer des T-Virus. Dem Progenity-Virus hat sie nämlich gespritzt bekommen, aus dem ja erst der T-Virus gezüchtet wurde. Und das ist natürlich auch wieder das Interessante halt darum, weil das halt andauernd bei ihr und verzögert ist, der Virus. Ob er jetzt ganz langsam sich an ihr fortschreitet. Auf jeden Fall hat sie sich ja körperlich verändert, aber es ist auch natürlich auch die Frage, ist sie schon zum Zombie geworden oder ist sie immer noch lebendig? Das ist nämlich die viel größere Frage, weil dann haben wir wirklich einen einzigen Menschen drin im Spiel, der wirklich ziemlich krass mal in den Allerwertesten gekniffen wurde, wenn man das so sagen darf. So. Okay. Wir sind noch auf Warnung. Das heißt, ich würde gerne eine Pflanze mitnehmen. Wollen wir speichern? Ich glaube, das müssten wir doch nicht, oder? Nö. Drei Schuss in der Pumpgun, 6 zum Granatwerfer mit ätzender Säure. Müsste eigentlich noch alles ganz gut klappen. Wenn wir jetzt zurückgehen, müssen wir nochmal gucken, wo genau, wie genau wir nochmal zurückkommen. So. Jetzt müssen wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Irgendwo liegt hier noch etwas. So, oben auf Regal, wo ich gehofft hatte, dass da noch Pumpgun-Munition liegt, liegt nichts. Hm. Schwierig, schwierig. Da liegen Kürbisse. Ja, guck mal, wie sie sich hier eingerichtet hat. Die kann Feuer machen. Die kann, die hat hier die Kürbisse eingesammelt. Das macht doch kein Zombie. Das macht doch kein gehirntotes Lebewesen. Macht doch sowas nicht. Ich sag dir, die ist nur halt richtig mitgenommen durch den Virus. Und das Gehirn hat sich halt schon ziemlich stark zersetzt. 100 Pro. Und die ist mit großer Wahrscheinlichkeit immer noch ein Bett. Ja, ich lese Bett und ich sage, sie ist ein Bett, ja. Sie ist auf jeden Fall noch ein Mensch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was liegt hier? Hier ist nichts. Was liegt hier rum? Hm. Hier ist ja nur das. Irgendwo muss hier was liegen, was ich übersehe. Vielleicht noch irgendwo eine Datei oder so. Tatsächlich ein Foto. Genau, hier ist nämlich das Tagebuch von Lisa. Und da sieht man nämlich auch schon, was aus ihr geworden ist. Man sieht ja auch, dass sie jetzt nicht ein kleines Kind ist. Sondern... Ja, das war's. Okay. Nur die Datei war das noch. Leider keine Munition, wie ich gehofft hatte. Ja, aber man sieht ja auch schon, dass der geistige Verfall auf jeden Fall fortgeschritten ist. Ich muss das so krass ausstellen. Ich kenne das ja nur so aus Berichten und aus Büchern, wenn man so liest, wie Parasiten das Gehirn zerfressen. Da kann ich mich richtig gut hineinversetzen in diese, in diesen Fakt, dass man, boah, so ein Versuchskaninchen ist. Ich finde das extrem grausam. Extremst grausam. Wenn man so beim normalen Spiel macht, muss ich da sogar keine Gedanken. Aber ich bin ja, ich muss gestehen, ich bin ein mitfühlender Mensch. Gerade bei sowas, wenn man merkt, dass das gar kein Zombie ist, sondern dass das immer noch ein empfindungsfähiges Wesen ist. Boah, vor allen Dingen, was immer noch denken kann. Das Einzige, was halt sein könnte, dass es in der Intelligenz so runtergestuft wurde. Oder, interessant, dass diese Zombies nichts machen. Nee, dass halt ihr IQ so weit gefallen ist, sagen wir mal auf 1 oder so.
dass die wirklich nur noch so eine Art Automatisierung macht und die ganze Zeit nur halt ja ihre Abläufe hat. Das heißt, sie steht immer zur gleichen Zeit auf, hebt dann meinetwegen immer wieder einen Kürbis hoch, völlig unsinnig oder so. Oder in der Nase landet mal, eine Fliege landet mal eben auf meiner Nase. Hau ab! So. Hau ab, sonst hau ich dir eine. Ah, das Gute ist, wir sind ja auch hier. Da können wir ja gleich... Aber ich nehme erstmal sicherheitshalber nochmal meine Pumpgun mit. Da können wir nämlich hier gleich die zweite Metall- und Steinobjekterei mitnehmen. So, und dann können wir das ja auch dieses Kapitel endlich hinter uns lassen. Die Mine und den Innenhof. Ich überlege gerade, soll ich nochmal speichern? Wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so falsch, oder? Ich hoffe einfach mal, dass hier erstmal keine Hunter sind. Das ist erstmal das Wichtigste. Wie die Kamera gerade hochgesprungen ist. Ich musste gerade denken, so, ja, warum macht die Kamera das? Aber das ist ein anderes Thema. Na, wo sind meine Inkrobins? Da. Kann nichts schaden. Wir sind ja schon so weit gekommen. Wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Das müsste ja eigentlich unten gewesen sein. Ja, genau. Okay. Müsste ich noch was mitnehmen, überlege ich gerade. Wir haben jetzt das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Das lege ich weg, die beiden kommen weg. Eigentlich könnte ich auch weniger Sachen mitnehmen. Ich glaube, ich könnte die Pistolenmunition weglassen. Aber ich will es nicht hinaufbeschwören. Vor allen Dingen, da ich ja noch Sachen mitnehmen will. Aber seit ich noch weiß, wir bekommen auf jeden Fall noch Sachen, will ich mich jetzt nicht zumauern. Das ist immer... Ja doch, ich würde sagen, das ist sogar richtig peinlich, wenn man sowas macht. Weil du denkst ja so, du hast ja auch einen gewissen Eigenreiz, dass du es endlich mal schaffst. Hallöchen! Oh, schön, dass du mich mal komplett falsch weggeglitscht hast. Danke. Verdammt, der Tee ist alle. Bam, 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 bam. Ich muss sagen, ich mag diese Kerzen. Die sind super gemacht. Wie mir, damals habe ich mir die stundenlang angeguckt, weil ich herausfinden wollte, ist das jetzt ein Foto oder eine Grafik halt, ne? Oder ist es doch einfach so reinprogrammiert? Das ist halt einfach eine GIF an ihr, aber es ist trotzdem so geil gemacht. Interessant, ich war noch gar nicht an der Tür, dass sogar dieses Geräusch jetzt kam. Interessant. Das heißt, ich habe mir jetzt sozusagen die eigene Sache ein bisschen gespoilert. Eine alte Schreibmaschine. Hätte ich einen Inkrobin, hätte ich jetzt was machen können. Hätte Elektrokette. Hier, ach, hier hätte man auch speichern können. Ah ne, hätte Fahrradkette. So war das, genau. Elektrokette. Ja, ja. So. Das hier ist auch so krass hier mit dieser tiefen Schlucht, Alter. Das ist Forschung, Alter. Als wenn jetzt die ganzen Wissenschaftler und sonstigen Gehirnkrätschen da jetzt so einen Nervenreiz bräuchten. Aber naja, es kann ja auch erstmal nur ein Anwesen gewesen sein, was ja späterhin zu einem Forschungslabor umgebaut wurde. Vielleicht alte Geheimnisse, Familiengeheimnisse verstecken oder so. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down, I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me.
No time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Ist krass, wie die. Ah, ein Trophäe. Ist krass, wie die Tentakel jetzt schon aus der Lisa rauskommen. Das ist einfach nur ein krasser Fakt, weil, Früher hätte bezwungen erscheint der Weg der Wahrheit. Ich finde das nur so krass halt, weil der Progenity Virus halt der Urvirus ist. Und aus dem ja auch zum Beispiel separat ja der T-Virus, also der T-Nemesis-Virus gezüchtet wurde. Und das ist einfach das Krasse daran. Und die Tentakeln sind ja auch 1:1 genau die gleichen. Wo ist Barry? Hat sie jetzt gerade Barry runtergekloppt? Boah, so krass. Einfach nur krass, Mann. Ich fühle richtig mit dieser Lisa mit, ey. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. So, jetzt musst du noch ein Familienfoto. Schon wieder das gleiche, ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag verschwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken, aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer im Gedanken zu behalten. Mami hat Angst, Angst alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr ausseht, was wir zusammen gemacht haben, all das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. O Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papa behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa, unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine, du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. Boah, einfach nur krass, Mann. Vielleicht stelle ich mir auch einfach so vor, dass ich das mit meiner Familie sein könnte. Boah. Man denkt ja so in die Zukunft, weißt du, und ist das Paranoia? Na, verdammt. Ich hätte sie doch mitnehmen sollen. Na gut, dann nochmal zurück. Hätte ich denn Platz gehabt? Ja, Platz hätte ich gehabt. Ich hatte halt einfach gehofft, dass es hier schöne Herbs oder so gibt. Irgendwas, das was bringt. Ah, siehste. Ich muss sowieso nochmal ganz, ganz zurück. Ich muss die Modus holen. Die habe ich vergessen zu holen. Dann müssen wir nochmal um einiges weiter zurück. Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst müssen wir wenn wir ganz, ganz unten sind, wieder ganz, ganz nach oben. Ach ja. Aber um die Umwege habt ihr ja schon jetzt so ein bisschen gewöhnt. Sollte also machbar sein. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich natürlich hier nicht wieder irgendwen schön in die Arme renne. Und das müsste eigentlich auch gar nicht sein. Wenn ich hier unten im Erdgeschoss bleibe, das ist ja auch im Erdgeschoss, dann sollte mir eigentlich nichts passieren. Aber Nummer sicher ist Nummer sicher, darum, ne, den Demokratieverteiler erstmal schön in die Hand nehmen.
So. Habe ich sonst noch etwas vergessen, überlege ich gerade. Eigentlich nicht, ne? Guck mal, die Tür ist komplett aufgebrochen. Da hat der hässliche Hunter doch tatsächlich die komplette Tür aus den Angeln gerissen. So, der weiße Tiger geht wieder in Position. Schnell nochmal gucken. Ja, also jetzt haben wir wirklich alles mitgenommen. In den einzigen Raum waren wir jetzt noch nicht, in den geheimen Raum, wo es ja die Bonus-Klamotten gibt. Oder es liegt einfach daran, dass das hier der Jill-Run ist und mit dem Jill-Run habe ich noch nicht den Bonus-Schlüssel freigeschaltet. Nur mit Chris. Und darum habe ich auch den letztes Mal den Erfolg nicht bekommen. Habe ich mich mal im Internet ein bisschen schlau gemacht. Den Erfolg, dass man in jedem einzelnen Raum mindestens einmal war. Den habe ich nicht bekommen, weil ich halt nicht in den geheimen Raum war mit dem Schlüssel, ne? Wo ich nur durch den Schlüssel hinkomme. Mit der Kleidung, so war das. Okay. Die Modus können wir ja erstmal hier reintun. Ja, und dann läuft's, würde ich mal sagen. Wir sind doch ganz gut vorangekommen. Sehr gut. Dass ich jetzt einmal halt gestorben bin nochmal, ist jetzt natürlich eine blöde Sache gewesen. Aber es hat echt nochmal was gebracht. Und ich kann euch diesen Tipp auch nur geben. Macht das ein Spiel nicht mehr auf den Schwierigkeitsgrad hoch und seid dabei zum Beispiel gestresst oder habt keinen freien Gedanken. Das endet nur in Wut und Zorn und ihr blockiert euch selber. Vor allen Dingen in euren eigenen Fähigkeiten, dass ihr das Spiel locker schaffen könntet. Gerade wenn ihr wisst, ihr habt das schon so oft geschafft. Macht es nicht. Bleibt easy. Macht das Spiel einfach aus. Speichert. Macht ein paar Stunden Pause. Macht mal was anderes. Geht spazieren. Oder lasst gleich den ganzen Tag verstreichen, so wie ich. Klappt auf jeden Fall ganz gut. So, das tun wir dann auch hier rein. Ich muss gestehen, dass ich das allererste Mal damals auf GameCube das Spiel gespielt habe. Hatte ich die Bücher noch, aber ich habe die gar nicht untersucht und auch gar nicht aufgemacht. Da hing ich hier und dachte mir so, yeah, irgendwie komme ich nicht weiter. Achso, ja gut. Einmal nochmal eine Ehrenrunde, weil es so schön war. So. Und hier würde ich jetzt im GameCube Disc 2 anfangen. Ja, möchte ich. In die Höhle des Löwen. Ah, wieder ein paar Trophäen bekommen. Sehr gut. So, die Tür ging ja nur im Notfall auf. Ink Robbins. So, liegt hier noch mehr rum, außer Ink Robbins. Das wäre schön. Nein! Hab ich ein Glück. Na gut, dann lass mal speichern. Denn ab jetzt wird's richtig schwierig. Aber mal schauen, was uns da erwartet, nicht wahr?